Wenn wir neue Narrative entwickeln wollen, müssen wir natürlich überhaupt erstmal schauen, welche Narrative gerade unseren Alltag bestimmen. Wie navigieren wir uns da durch? Und wir haben gerade erst in dem Vortrag in der letzten halben Stunde gelernt, wie wichtig es ist, durchaus auch Narrative kritisch zu hinterfragen. Zu schauen, brauchen wir Technologie, wie sie uns geliefert wird, oder verwenden wir sie lieber anders als geplant oder manchmal auch gar nicht. Das Entscheidende dafür ist aber eben, das kritisch hinterfragen zu können. Das heißt, kritisches Denken, ein essentieller Skill, den wir brauchen, in nicht nur unserer eigenen Generation, auch in der zukünftigen. Aber wie bekommen wir das vermittelt? Und nicht nur kritisches Denken, sondern auch andere Kompetenzen wie Kreativität, Kollaboration, Kommunikation und die Future Skills. Genau darum geht es in diesem Talk ganz konkret. Wie schaffen wir es, pädagogisch hier vorzugehen? Und den Input bekommen wir von Nele Hirsch, Pädagogin in dem von ihr selbst gegründeten E-Bildungslabor. Sie unterstützt und berät Schulen, Hochschulen, Bildungseinrichtungen, Erwachsenenbildung oder Organisationen zur Erwachsenenbildung. Und ich freue mich schon sehr auf den Input. Schön, dass sie ist. Herzlich willkommen, Nele. Hallo, vielen Dank für die Möglichkeit, hier und heute und auch im Internet zu Veränderungskompetenz sprechen zu können. Ich habe gedacht, dass es ganz hilfreich ist, wenn wir erstmal damit beginnen, die Frage zu stellen, was eigentlich Veränderungskompetenz genau sein soll. Das ist ja vielleicht auch so ein bisschen ein Buzzword. Und damit würde ich einfach starten. Und das, was ich so ein bisschen als die vorrangige Lesart von Veränderungskompetenz wahrnehme, ist, dass man sagt, okay, bei Veränderungskompetenz geht es darum, dass wir uns in einer sich schnell wandelnden, komplexen, volatilen, von Ambiguität geprägten Gesellschaft an diese ganzen Veränderungen, die da stattfinden, möglichst gut anpassen können. Das hat sicherlich alles irgendwie auch seine Berechtigung. Also beispielsweise vor 5 Jahren wusste ich noch nicht, dass es eine globale Pandemie geben wird und plötzlich ganz andere Herausforderungen auch beruflich auf mich zukommen werden. Vor 2 Jahren wusste ich noch nicht, dass OpenAI ChatGPT lancieren wird und plötzlich ganz viele Anfragen kommen. Was können wir mit KI denn in irgendeiner Form in der Bildung machen? Also von daher, es hat bestimmt eine Berechtigung, Veränderungskompetenz auch zu verstehen als Anpassung von Veränderung. Aber ich glaube, dass eine zweite Lesart, und das ist die, die aus meiner Sicht zu wenig in den Blick genommen wird, viel, viel wichtiger ist. Und das ist die Frage, dass man sich doch sagen muss, welche Veränderung wollen wir denn überhaupt haben und dann die Kompetenz, diese Veränderung auch selbst aktiv anzugehen und zu gestalten. Und für mich ist diese zweite Form der Veränderungskompetenz so entscheidend, weil wir ja von einem gewissen Leitbild von Bildung ausgehen müssen. Und für mich ist dieses Leitbild, dass ich sagen würde, ganz grob natürlich nur gesprochen, bei guter Bildung muss es doch darum gehen, dass wir Lernende dazu ermächtigen, ein gutes Leben zu gestalten. Das sollen sie nicht nur für sich selbst tun, sondern auch für andere. Und das sollen sie nicht nur jetzt tun, sondern das sollen sie auch in Zukunft tun. Und wenn ich das als ein Leitbild von Bildung setze und mir dann angucke, wie sieht denn so diese Gesellschaft und die Welt um mich drumherum aus? Und dann sehe ich den Krieg in Europa, dann sehe ich die Klimakrise, dann sehe ich zunehmenden Hass und Wiedererstarken von Faschismus in unserer Gesellschaft. Dann kann ich an dieser Stelle ja nicht sagen, super, liebe Lernenden, passt euch mal an all diese Veränderungen an, die da passieren, und dann habt ihr Veränderungskompetenz. Sondern dann muss ich doch ganz klar sagen, nein, ich muss Lernende dazu ermächtigen, dass sie selbst sagen können, wir müssen Veränderungen überhaupt angehen. Wir müssen anders, wir müssen neu denken und wir müssen diese Veränderung selbst gestalten und nicht dieses VUCA-Ding haben zu sagen, wir passen uns an das an, was da gerade alles so schnell läuft und was da funktioniert. Deshalb also diese Perspektive, auf die ich dann jetzt auch im Folgenden eingehen will. Wie können wir hier also nochmal klar gemacht, gerade so eine aktive Veränderungskompetenz lehren und lernen? Um das deutlich zu machen, kommen wir jetzt im weiteren Verlauf auf ein Tetris-Spiel, auf eine Mauer, auf einen Vogelschwarm. Das sind also 3 Thesen, die ich so ein bisschen vorstellen will. Und die erste These ist, dass ich finde, wenn wir so eine aktive Veränderungskompetenz lehren und lernen wollen, dann brauchen wir allen voran die Auseinandersetzung mit der Gegenwart. Reinhard Kahl hat es mal ganz wunderbar formuliert, dass er gesagt hat,
Zukunft entsteht in radikaler Gegenwart. Und ich glaube, in diesem Zitat steckt super viel drin. Für mich ist es erstmal, dass natürlich in die Bildung rein muss, all die Konflikte und Widersprüche, mit denen wir so konfrontiert sind und mit denen wir umgehen müssen. Aber ganz genauso gehört in Bildung auch sowas rein, dass wir ja mit einer unglaublichen Schönheit in dieser Welt auch konfrontiert sind. Das klingt vielleicht schon fast pathetisch, dass man sagen kann, ich gucke mir an, so eine kleine Qualle, die in der Ostsee schwimmt. Wie funktioniert das? Wie steckt die in so einem Organismus mit drinnen? Wie ist dieses Leben gestaltet? Oder ich kann irgendwo in den Wald gehen und wirklich fast schon ehrfürchtig sein, dass ich sagen kann, ich als Mensch bin Teil von dieser Natur hier und kann da drin aufgehen. Oder ich kann mich auch ins Internet reinklicken und tatsächlich begeistert sein von der menschlichen Kreativität, die mir da begegnet. Beispielsweise als ChatGPT lanciert wurde, dass dann Menschen ein ChatGPT programmiert haben, wo man sich mit einem Sprachmodell unterhalten kann, was eigentlich gar kein Sprachmodell ist, sondern wo man mit einer Katze chatten kann. Und das ist tatsächlich immer fast so ähnlich manchmal von dem Bullshitting. Es macht nämlich miau, miau, miau. So, und dann haben wir natürlich auch noch diesen ganzen Bereich Wissenschaft. Und da nehme ich jetzt gerade aktuell von der Republika einen Gedanken, mit dem ich unglaublich spannend finde, dass wir natürlich sagen können, wenn wir intensiv auf Wissenschaft draufblicken und dann vor allen Dingen Wissenschaft miteinander kombinieren und nicht getrennt in Silos und isoliert voneinander denken, dann kommt es ja dazu, dass tatsächlich unser Denken herausgefordert wird und wir auch vor der Herausforderung stehen, neu und anders an ganz vielen Stellen zu denken. Und bei der Republika gab es hier das Beispiel, dass man sich Quantenphänomene angeguckt hat und hier diese Eigenschaft von Quanten der Superposition. Also kennt ihr vielleicht dieses Schrödingers Katze-Ding, bevor wir in den Kasten reingucken, wo die Katze drin sitzt mit dem Mechanismus, der sie potenziell töten kann, müssen wir davon ausgehen, dass diese Katze sowohl tot und gleichzeitig auch lebendig ist. So, und das ist natürlich was, was in unser Denken eigentlich überhaupt gar nicht reinpasst, weil wir dazu tendieren zu sagen, es ist entweder so oder es ist so, ja? Es ist richtig oder falsch oder schwarz oder weiß oder gut oder schlecht. Und da zu sagen, okay, wir gucken uns solche Quantenphänomene an und die fordern uns heraus zu sagen, wie kann man vielleicht noch auf die Welt gucken, nicht in so einer nicht-binären Form, ist ja auch was, was einfach Auseinandersetzung mit der Gegenwart ist und uns in diesem Sinne weiterbringen kann. So, was es natürlich auch immer braucht, ich kann das nicht nur für mich alleine machen, sondern Auseinandersetzung mit der Gegenwart findet gerade dann statt, wenn ich mit ganz vielen unterschiedlichen Menschen zu tun habe und ganz viele unterschiedliche Perspektiven mit einbringen kann. Und vor allen Dingen, ich glaube, das ist jetzt deutlich geworden bei all diesen Beispielen, ich muss mich selbst, egal ob ich Lernende oder Lehrende bin, mit meiner ganzen Person einbringen. Bildung ist nicht was, was man einfach mal schnell so im Kopf abhakt und dann macht man auch irgendwie wieder was anderes. Wenn es um Veränderungskompetenz geht, dann beschäftigt das mich wirklich insgesamt und bringt einfach auch mein Weltbild durcheinander und ich habe dann die Art und Weise, die Möglichkeit, auch auf eine ganz andere Form auf die Welt zu blicken. So, und da sind wir jetzt beim ersten Bild, nämlich beim Tetris-Spiel. Wenn man schlecht Tetris spielt, dann ist es so, wie Bildung vielleicht klassisch stattfindet. Da läuft eben eins nach dem anderen runter und dann ist es verloren. Aber wenn ich gut Tetris spiele, dann ist es so, dass solche Momente stattfinden, dass es Pling macht und das, was da ist, das ist dann plötzlich weg und es ist Raum da, um tatsächlich neu und anders zu denken. Und so ein Verlernen, so ein transformatives Lernen, das findet eben genau dann statt, wenn wir wirklich die Auseinandersetzung in der Gegenwart in der Bildung ermöglichen und dann ist eben auch Raum für Veränderungskompetenz da. So, zweite These. Ich glaube, man kann nur dann zu Veränderungskompetenz kommen, wenn man Lernenden und Lehrenden überhaupt Mut macht und sie darin bestärkt, dass man Dinge voranbringen kann. Und das funktioniert am allerbesten, wenn man nicht immer nur auf das blickt, was nicht funktioniert, sondern wenn man vor allen Dingen dahin blickt, wo denn was vorangebracht wird und wo Menschen was versuchen. Und das kann ganz einfach sein, dass man sagt, okay, ich gucke einfach um mich rum und schaue, wo machen Menschen coole Sachen, wo sind gute Ideen. Und die versuche ich voranzubringen, anstatt zu sagen, ich gucke mir an, was gerade alles an dummem Zeug in irgendeiner Form kommuniziert wird und zeige da dann mit dem Finger.
nur drauf. Also die aktuelle KI-Debatte ist ein ganz konkretes Beispiel dafür. Wir könnten da alle unsere Zeit dafür verwenden, uns anzugucken, Gott, wo geht es da überall in eine komplett verkehrte Richtung in dieser Bildung? Wir können uns aber auch hinsetzen und sagen, wie könnte das denn auch anders sein? Was würden da denn unsere Forderungen dazu sein? Und dann kann man eben dahin kommen, dass man merkt, okay, man kann ja einen Unterschied machen, wenn man eben in diesem Sinne auf das Positive schaut. Nächstes Beispiel, offenes Teilen. Das ist für meine Arbeit vor allen Dingen grundlegend, dass man eben Ideen nicht für sich selber behält, sondern dass man sie rausgibt, weil dann natürlich mehr daraus wachsen kann und mehr daraus entstehen kann. Und auch da könnte ich mich hinstellen und sagen, was ist das doof? Es gibt Leute, die nehmen diese Idee nur, aber teilen selber nicht so. Das würde mir überhaupt gar nicht helfen, aber einen Blick darauf zu haben, zu sagen, ist doch wunderbar, dass ich teile, dass ich sehe, wie meine Ideen dann wachsen kann. Und ich merke doch auch, hier ist eine Person und da ist eine Person und die nehmen das vielleicht als einen Anstoß und sagen, stimmt, das ist ja eine coole Sache, die die Nele da macht, das versuche ich vielleicht auch mal mit dem Teilen. Und darauf den Fokus zu legen, das bringt uns, glaube ich, weiter, um so ein Mutmachen hinzukriegen, um überhaupt den Antrieb zu haben, in irgendeiner Form für Veränderungen aktiv zu werden. Und ganz direkt, dazu passt natürlich auch nicht, immer in die Sackgasse zu rennen und zu sagen, da geht es nicht weiter. Ich glaube, alle, die im Bildungssystem in irgendeiner Form aktiv sind, können Hunderttausende von Sachen aufzählen, was alles nicht funktioniert und wo man überall nicht weiterkommt. Aber man kann eben auch versuchen, die Frage zu stellen, wie können wir denn vielleicht doch und was könnte vielleicht auch ein erster Schritt sein? So, wenn wir konkret auf Lernprozesse gucken, dann glaube ich, dass es da ganz genauso wichtig ist, dass wir eben Lernenden genauso eine Selbstwirksamkeit ermöglichen, dass es nicht ein Lernen für die Schublade ist, wo einfach überhaupt gar nichts daraus folgt, sondern dass ich in konkreten Projekten bin, dass ich in authentischen Lernsituationen bin, dass ich tatsächlich was gestalten kann und dass ich merke, ich als einzelne Person, ich kann ja auch tatsächlich einen Unterschied machen, auch wenn es vielleicht nur ein erster kleiner Schritt ist. Und ähnlich wie dieses gute Ideen zu stärken, finde ich natürlich auch immer einfach so zum strategischen Vorgehen, dass es super klug ist, einfach mal zu sagen, wo sind denn meine potenziellen Bündnispartnerinnen, anstatt dass ich zuerst mal mit denen anfange, die den größten Widerstand gegen irgendwelche Veränderungen in irgendeiner Form haben. Und mit denen kann ich mich zusammenschließen, also mit den potenziellen Bündnispartnerinnen. Und dann können wir gemeinsam stärker werden und dann können wir eben Dinge voranbringen. Und damit sind wir beim zweiten Bild, nämlich bei der Mauer. Und es ist visualisiert, wie man es vielleicht nicht machen sollte. Also gegen die Mauer zu rennen, ist auch an vielen Stellen sicherlich nötig, gerade wenn man viele ist und wenn man eine gewisse Kraft aufgebaut hat, dann kann man die auch ganz direkt zum Einstürzen bringen. Aber ansonsten ist es oft auch sehr viel sinnvoller zu sagen, ha, wir bauen hier einfach mal an der Seite was auf und wir pflegen das und wir hegen das und dann überwuchert das vielleicht auch die Mauer oder die Mauer wird einfach komplett nebensächlich und stürzt irgendwann in sich zusammen und wir haben dann eben einfach was verändert und haben was Neues geschaffen. So, und damit sind wir auch schon beim dritten und letzten Punkt. Natürlich ist das Bildungssystem bis jetzt noch nicht so, dass so eine Form von Veränderungskompetenz, also eine aktive Veränderungskompetenz, wo Lernende und Lehrende merken, ich kann was gestalten und ich kann tatsächlich Veränderungen voranbringen, wo das schon Realität ist. Aber man kann sich angucken, gerade hier beim University Future Festival und einfach mal schauen, was sind denn da für Programmpunkte da? Und da ist super viel und da sind so viele Schritte, die einfach alle in die richtige Richtung gehen. Also ich habe zum Beispiel im Programm ganz viel gesehen, wo Peer-to-Peer-Projekte vorgestellt werden und mit denen ausprobiert wird. Und das ist natürlich super, weil man muss natürlich gemeinsam was machen und gemeinsam was voranbringen, um zu einer Veränderungskompetenz zu kommen. Es gibt auch ganz viele Sachen für zu mehr Mitbestimmung, gerade für Studierende. Und es ist natürlich auch grundlegend, wenn wir gerade eben über sowas geredet haben, wie Antrieb und Selbstwirksamkeit spüren. Weil wie soll das ansonsten funktionieren, wenn ich in einem absolut fremdbestimmten Lernsetting drinstecke, dass ich dann denke, super, und dann gehe ich raus in die Gesellschaft und verändere die. Also ich muss doch erstmal damit anfangen, dass ich auch ein aktives Lernen machen kann, dass ich meine eigenen Lernprozesse gestalten und konstruieren kann, damit dann auch Veränderungskompetenz gelingt.
Es gibt auch ganz viel zum Thema Unis ins Fediverse, also Hochschulen ins Fediverse. Fediverse als das demokratisch organisierte, selbstbestimmte Online-Vernetzungsding, was es gibt. Mastodon ist zum Beispiel ein Teil davon. Und auch sowas kann ein kleiner Baustein sein, weil wir dann plötzlich Kommunikationsräume haben, die eben nicht von irgendwelchen Algorithmen uns vorgegeben werden, wo Hass und Hetze eher vorangetrieben wird, sondern wir haben einen Raum, wo wir uns tatsächlich miteinander austauschen können, wo verschiedene Perspektiven zusammenkommen können. So. Schließlich natürlich auch noch, ich habe schon über das offene Teilen gesprochen, ganz viele Programmpunkte zu offene Bildung und OER. Und das ist natürlich ganz genauso grundlegend, weil es macht ja keinen Sinn, dass alle Menschen überall das Rad immer wieder neu erfinden, sondern wir müssen gucken, man startet was, andere können darauf aufbauen, man tauscht sich dazu aus und auf diese Weise können wir doch in irgendeiner Form vorankommen. Und natürlich auch der Aspekt hier noch als letztes erwähnt, die Veränderung von der Prüfungskultur. Es funktioniert natürlich nicht, gerade wenn ich vorher über sowas geredet habe wie Ehrfurcht vor dem Hier und Jetzt und auch ein Fasziniertsein und ein Begeistertsein von der Welt, die uns in irgendeiner Form umgibt. Das werde ich nicht in einen Multiple-Choice-Test zum Abschluss packen können. Das werde ich wahrscheinlich auch nicht mal in eine klassische Studienordnung packen können. Also da brauchen wir ganz klar eine Veränderung von der Prüfungskultur und auch eine Veränderung von der Lernkultur. Und damit bin ich dann auch schon beim dritten und letzten Bild, nämlich dem Vogelschwarm. Ich glaube, dass man das schon so sehen kann, dass diese ganzen vielen kleinen einzelnen Schritte, die an ganz vielen Stellen gemacht werden, dass die wie so eine Art Vogelschwarm wirken können. Und wenn wir uns da zusammenschließen, können wir halt besser und gemeinsam fliegen, können uns gemeinsam stärken und können dann dafür sorgen, dass Veränderungskompetenz vorangebracht wird. Und es funktioniert eben dann, damit schließt sich dann wieder der Kreis zum Anfang, wenn wir genau das im Blick haben, von dem ich geredet habe, wenn wir also ein gemeinsames Leitbild von dieser Bildung haben, wenn wir sagen, Bildung ist uns so wichtig, dass es so grundlegend darum geht, sie soll ermächtigen, ein gutes Leben zu gestalten für uns und andere jetzt und in Zukunft. So, nochmal zusammengefasst, was es aus meiner Sicht dazu braucht. Es braucht ganz klar die radikale Auseinandersetzung mit der Gegenwart. Das gehört rein in die Bildung. Nur dann kann ich wirklich damit anfangen zu sagen, ich sehe auch, was ich da verändern muss. Es braucht diesen Blick, mehr Positives zu bestärken als Negatives zu bekämpfen, um überhaupt einen Antrieb zu haben, um zu merken, ja, da kann was vorankommen, da kann ich auch als meine Person was machen. Und dann eben noch als drittes, dass man gemeinsam viele Schritte machen kann und dieses Gemeinsame eben durch ein gemeinsames Leitbild. Und mein Vorschlag ist diese Orientierung, gute Bildung als Ermächtigung zur Gestaltung von einem guten Leben für sich selbst, für andere, jetzt und in Zukunft. So, damit wünsche ich euch und Ihnen allen viel Erfolg beim Ausprobieren, Erkunden zu Veränderungskompetenz, zum Lernen und zum Lehren. Ich glaube, dass unser Bildungssystem das dringend nötig hat und unsere Gesellschaft ganz genauso. Vielen Dank. Vielen Dank dir, Nele. Ich nehme dir schon mal den Klicker ab. Ja. Wir haben viele Fragen im Chat. Der Talk kommt erstmal gut an. Vielleicht als erstes gebe ich das Kompliment weiter von Annika. Eine großartige und kurzweilige Präsentation mit starken Impulsen, verpackt in schöne, schlanke Slides. Verspielte Slides, Entschuldigung. Genau. Und ach, da schließt sich noch jemand an und freut sich auch auf einen Workshop. Sehr schön. Ein paar Fragen. Ich versuche sie mal herauszufinden. Oh, spannend. Genau, dank Annika. Annika habe ich nämlich schon was gelernt. Heute Morgen durch Zufall habe ich auf Instagram ein Video mit Huberman gesehen. Der meint eben, wenn man Schüler positiv für ihren Effort bestärkt, den sie in das Lösen einer Aufgabe gesteckt haben, dann schneiden sie beim nächsten Mal besser ab, als wenn man sie für das Ergebnis lobt. Und hier schreibt Annika, dass er da wohl, ohne es zu sagen, Carol Dweck zitiert hat, die das wohl erforscht hat. Jetzt weiß ich, wer die Quelle ist. Okay. Ja, also ich glaube, dass es immer wichtig ist, also dieser Punkt, das haben wir jetzt ja auch in der KI-Debatte, dass dieser Lernprozess natürlich was ganz Entscheidendes ist und dass wir nicht stehen bleiben können, uns einfach immer nur ein Produkt in irgendeiner Form anzugucken, was da in irgendeiner Form entsteht, sondern dass wir gucken müssen, was mache ich denn in irgendeiner Form und da dann auch die, na, wie soll man sagen, die
die Freude und rauszuziehen und zu sagen, ja, dann möchte ich weitermachen. Und ich glaube, daran anschließend passt vielleicht auch noch ganz gut, dass wir ja oft so einen negativen Blick auf Lernende haben. Also, hä, die können ja eh kein Mathe und ach nee, Fremdsprachen ist nicht ihr Ding. Und da eben viel stärker aus so einer Growth Mindset Perspektive zu schauen und zu sagen, naja, vielleicht jetzt noch nicht, aber kann man natürlich alles machen. Und ich glaube, das ist wichtig. Also, wer sonst, wenn nicht Pädagoginnen und Pädagogen, sollten genau mit solchen Bildern in der Und ich glaube, was Annika auch damit sagen wollte, ist eben, dass die Art des Feedbacks da sehr entscheidend ist. Ja, das auf jeden Fall, klar. Ja. Dann auch Annika hat geschrieben, das ist ein generelles Kulturthema und braucht Sensibilisierung von Schulbeginn an. Das heißt, da kann man dann wahrscheinlich später in der Hochschule nicht mehr so arg gegensteuern, oder? Naja, aber das ist ja immer dieses, ne? Also natürlich, in der Schule müsste ganz viel passieren. Die Schule sagt, in der Kita muss eigentlich schon viel mehr passieren. Also wir können das so ähnlich machen wie PolitikerInnen in Bund und Ländern, die immer sagen, der Bund ist zuständig und die Länder sind zuständig. Ich würde sagen, alle können einfach immer da beginnen, wo sie gerade aktiv sind. Aber natürlich ist Bildung ein Prozess, der startet, wenn das Kind eigentlich schon auf die Welt kommt, aber dann eben spätestens im institutionellen Bildungssystem in der Kita und geht dann ja hoch bis in die Erwachsenenbildung. Und das ist natürlich eine Sache. Und im Optimalfall baut es aufeinander auf und funktioniert. Aber die Realität ist natürlich, dass Schulen nicht so funktionieren, wie sie sollten, Kitas nicht so funktionieren, wie sie sollten. Und dann kann man an den Hochschulen Studierende an, die auch nicht so eine Lernpraxis mitbringen, wie man sich das vielleicht wünschen würde. Zum Thema Sozialisierung passt auch der Kommentar von Christine Schmidt. Das ist richtig. Mit Blick auf die Wissenschaft ist das eine Revolution des Denkens der Einzelnen, da ProfessorInnen so nicht sozialisiert sind. Genau, also ja, wenn wir von den Lernenden sprechen, die nicht so sozialisiert sind, dann sind natürlich ProfessorInnen oder wir selbst als Lehrende, egal in welchem Kontext wir irgendwie aktiv sind, da auch nicht. Und darum habe ich auch vorher dieses gesagt, man muss sich ganzheitlich reinbringen in die Lernprozesse. Also ich glaube, auch ich als eine lehrende Person muss bereit sein, mich selbst und mein Denken in Lernprozessen zu hinterfragen und auf diese Weise auch selbst zum veränderten Denken zu kommen. Also ansonsten kommen wir da ja auch nicht weiter in irgendeiner Form. Andrea schreibt unglaublich gut. Ich würde nur kritisieren, dass man sich nicht nur aufs Positive beschränken darf. Das eine geht nicht ohne das andere. Wir müssen auch das Schlechte verhindern. Genau, also da hat sie natürlich völlig recht. Das war jetzt hier auch vielleicht ein bisschen sehr, polemisch und schnell dargestellt in meiner Präsentation. Was ich deutlich machen wollte ist, und das ist tatsächlich auch was ich ganz persönlich gelernt habe, dass es oft nicht hilft, als erstes mit dem Kopf durch die Wand in irgendeiner Form zu rennen, sondern dass es hilfreicher ist, zuerst mal zu gucken, wer ist denn vielleicht auch noch mit mir zusammen da. Und wenn man sich zusammengeschlossen hat, wenn man sich gestärkt hat, dann kann man das natürlich auch mit einer sehr viel größeren Kraft machen. Und dann kann man auch wirklich was voranbringen. Aber einfach nur so gegen die Wände zu rennen, und da finde ich, haben wir auch eine Verantwortung für so viele Menschen. Ich erlebe so viele Menschen im Bildungssystem, die wirklich ausbrennen, weil sie mit so einem großen Engagement sich da reinbegeben und was verändern wollen. Und die dann kaputt sind nach ein paar Jahren. Und das ist für die Menschen nicht gut und dem System hilft es im Endeffekt ja auch überhaupt gar nichts. Und deshalb zu sagen, wir gucken erstmal, wo kann man denn was bewegen, wie können wir uns auch gegenseitig stärken und dann gemeinsam voranzukommen. Aber dann gebe ich ihr absolut recht. Natürlich muss dann das Ziel sein, da auch gegen was zu wirken, was man eben einfach nicht haben will. Der Kommentar kam von Andreas und der schreibt gerade auch, während wir sprechen, volle Zustimmung. Okay. Also, da scheint ihr euch wieder zu treffen. Genau. Ricarda fragt, wie können wir an den Unis die Freude der Studis am Lernen stärken? Ja, das ist natürlich wirklich eine gute Frage, aber ich habe das ja versucht, so ein bisschen deutlich zu machen, also dass so eine Begeisterung und so eine Faszination überhaupt erstmal da sind. Also was ich immer also ganz schlimm finde in der heutigen Gesellschaft ist dieses, ich glaube, wir hatten das vorher schon bei Maya Göpel, kein Bock, ne? Also dieses, ich will da jetzt erstmal nicht. Und das kann ja sowohl sein mit irgendwie schlimmen Nachrichten, die einen beschäftigen, aber es kann auch sein mit was wirklich eigentlich faszinierend ist, für was man sich wirklich begeistern kann. Und ich glaube, das muss man hinkriegen. Und da hängt, glaube ich, ganz viel an den pädagogischen Personen, die sowas natürlich in irgendeiner Form gestalten, dass sowas klappen kann. Und es hängt ganz viel an der Beziehungsarbeit, also da überhaupt hinzukommen, zu sagen, schau mal, ich kann dir meine Begeisterung mehr oder weniger vorleben und die kann vielleicht auch bis zu einem gewissen Grad so überspringen. Also ich glaube, das ist ein ganz großer Knackpunkt von Bildung, der stattfinden muss. Ich glaube, wir haben mittlerweile alle Fragen im Chat beantwortet. Vielen Dank. Du warst tatsächlich so flott in deiner Präsentation, dass wir ausgiebig Zeit hatten. Danke dir, Nele. Dankeschön.
hier auf der Hauptbühne machen wir jetzt eine kurze Mittagspause. Ich glaube, knapp eine Stunde und dann sehen wir uns hier wieder. Es gibt natürlich in der Zwischenzeit sehr viel zu entdecken auf der Plattform. Unglaublich viele weitere Beiträge, Formen, sich zu vernetzen. Nutzt auch das Forum zum Vernetzen, wo ihr reinschreiben könnt, was ihr sucht oder was ihr bieten könnt an Assets, um das Thema Digitalisierung in der Hochschullehre und Innovation voranzutreiben. Also nutzt vor allem die Plattform, um euch miteinander zu vernetzen. Bis nachher.